Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Trading Card Game. Wir kämpfen hier im Elektroclub jetzt gegen Volker. Ich frage mich, was Axel macht. Was, ein Pokémon-Sammelkarten-Duell? Ich freue mich immer über ein Duell. Klar treten wir dann gegen dich an. Ich will dir auch eine Freude machen. Los geht's, sagt er. Hoffentlich hast du keine Flug-Pokémon, also Pseudo-Flug-Pokémon, fliegende Pikachus. Das wäre blöd. Oh. Nee. Du hast 50 Leben, ja, das ist gut. Dann tue ich Dick da auf die Bank, weil der hat nur 30 Leben, glaube ich. Das Deck ist auf jeden Fall noch nicht so ausgewogen, meins. Ich bräuchte jetzt eine Energie. Dick da habe ich nicht, ja. Nee, ich will meine Pokémon-Energie nicht einsetzen, die Power, die bringt mir nichts, also... Dem kann ich nichts abgewinnen. Er zählt als Kampf-Pokémon? Oh nein, da macht er wahrscheinlich auch keinen doppelten Schaden. Ich brauche eine Energie, hallo Spiel? Oh, hallo Magneton. Aber wenigstens ist Elektro hier nicht effektiv auf Kampf. Ich brauche eine Energie, was soll denn das? Gut, mein Deck ist wirklich nicht ausgereift, ich brauche mehr Energiekarten. Oder ich habe gerade richtiges Pech, das kann auch sein. Nein, obwohl der geht Kratzer. Der Gamma braucht halt auch 4. Ich würde halt lieber die Chance auf Kratzer nehmen, aber der ist so schnell weg. Nee, ich gebe die kein Gamma. Und du kriegst direkt noch meinen Trank reingeworfen, Macholo. Ich kümmere mich doch gut um meine Freunde. Ach verdammt, ich habe Rassaf auf der Hand, nicht? Da habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob der vielleicht mit farblosen Energien was anfangen kann. Nee, nicht so wirklich. Verdammt, das ist ein super Duell. Ich habe bisher nur eine einzige Energie bekommen. Das war eine doppelte farblose. Gamma hält viel aus. Viel aushalten heißt viel Zeit, die man hat, um Energien zu bekommen. Nee. Ich fühle mich gerade verarscht. Ach, ich hätte apportieren machen können. Habe ich vergessen. Entschuldigung. Boah, ich brauche Energien. Was ist denn das? Sind jetzt alle Energien auf einem einzigen Ort im Deck oder so? Oder... Das ist doch jetzt wirklich Pech. Also so wenig Energien habe ich nun auch nicht. Also ich habe wenig, aber... Ich habe keinen Radfatzer. Ich entwickle einfach mal Rassaf zum Mankey. Weil es mir zu unübersichtlich... Ich habe Apportieren wieder vergessen. Unübersichtlich in meiner Hand wird. Irgendwas mit Blitzer und allen möglichen... Ich verliere hier einfach, weil ich keine Energiekarten kriege. Das ist doch schwachsinnig. Ja, komm hier. Hol mir neue Karten, aber schnell. Hätte ich eigentlich Pluspower noch einsetzen können. Endlich! Ja, jetzt kommen hier direkt die Mega-Karten. Rassaf braucht 3. Nein, jetzt habe ich nicht geguckt. 3, ja, für Trotzanfall. Die Zahl ist Rassaf jetzt verwirrt. Hast du auch Katzfurie gemacht? Habe ich irgendwas, was einfach direkten Schaden macht? Schlammbad von Dicta ist eigentlich ganz gut, weil es ja auch doppelten Schaden macht, also 60 wäre es hier. Habe ich noch einen Supertrank? Rassaf mit Trotzanfall besiegt aber halt alles. Ich werde Rassaf ausrüsten. So, besiegt mich bitte noch nicht. Das wäre voll nett. Jetzt, wo ich Energiekarten habe. Aber jetzt habe ich auch eine Chance. So, ich will einfach noch ein paar Züge aushalten.
weil ich wirklich mein Team ausrüsten will. Und Kangama hält halt viel aus und dann strecke ich das auch in die Länge durch meine Tränke. Habe ich ein Grihorn? Nein. Und ich habe keinen Platz mehr auf der Bank, nicht? Mhm. So, Rassaf kriegt die jetzt und dann setze ich Professor Eich ein. Die habe ich ihm jetzt übrigens gegeben, nur für den Fall, dass ich keine krieg. Was total ich habe ja gesagt, die sind alle an einer Stelle im Deck. Lächerlich. Wie viel Rückzugskosten hat Kangama? Wo kann man das nachlesen? Ja. 3. Nee, da lasse ich mich jetzt lieber erstmal fertig machen. Mal 3 Energien verschwenden für einen Preis, der gespart wird. Außerdem krieg ich es gar nicht mehr hin, glaube ich. So, ansonsten, ja. Volker, komm, hol dir einen Preis durch Kangamas Tod. Und jetzt kommt Rassaf. Hoffentlich macht er doppelten Schaden. Perfekt. 3 Stück für Schlitzer. Juhu, es ist nicht mal verwirrt. Es macht 100 tatsächlich aufgrund von Schwäche. Was? Ach, das war Kopf. Aber jetzt sind wir doch verwirrt. Ich dachte, das wäre nicht Kopf gewesen. Ich dachte, das war Zahl. Ich kann das bei der Münze nie ganz zuordnen. Oh, Zapdos. Hi. Also jetzt Zapdos könnten wir mit einem Schlag besiegen. Insofern uns die Verwirrung da nicht einen Streich durch die Rechnung irgendwie... ich brauche Dickdri. Wo ist Dickdri da? 3 von irgendeiner Sorte brauchst du. Und wie viel Schaden machst du dann? 40, also 80. Damit könnten wir ihn nicht sofort besiegen. Dann probier's lieber mit Rassaf gerade. Bei Zahl verwirrt. Okay, wir bleiben verwirrt, aber haben uns nicht selbst verletzt. Resistenz? Ach, jetzt aber mit Cedrassov als Kampf, oder was? Na, komm. Rückzug nicht möglich. Dann gebe ich die hier Onyx. Dum, 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 dum. Nicht genug Energiekarten. Ach, warum habe ich auch die Energiekarte abgelegt? Ich hätte ganz andere ablegen können. Einfach die doppelte farblose. Ich bin dumm. Jetzt habe ich eine Energiekarte verloren, ohne irgendwas davon zu haben. Ich versuche es nochmal. Zu Dickdill zu wechseln. Zahl. Ist das Zahl? Oh, es ist einfach nicht möglich. Ah, doch, es war möglich. Okay. Und Schlitzer macht jetzt 80 Schaden und das reicht auch um 10? Weil er Flug ist und ich Boden bin, oder was? Ah, das ist total unübersichtlich. Im Ernst, also das haben sie scheiße gemacht. Da versuche ich auch nicht, sie zu verteidigen oder sonst was. Obwohl es ein gutes Spiel an sich ist. Ich versuche mal Rassaf wieder auszurüsten. Also 30 Resistenz kriegst du da, Zapdos. Ha. Ich dachte, man kriegt immer nur 20. Ich Dummerchen. Doppelte farblose Energie kriegt Porenta. Weil gegen Porenta hat Zapdos, glaube ich, keine Resistenz. Oder doch Donner gegen Flug. Ist Porenta jetzt auf einmal Flug? Jetzt will er doch nicht einfach warten, bis ich keine Karten mehr habe, oder? Das wäre asozial. So, jetzt kann ich Rassaf auch wieder ausrüsten. Ich muss ihn halt relativ schnell besiegen, damit da nichts weiter kommt. Von wegen,
Du hast keine Karten mehr. 70? Ich habe dagegen noch eine Resistenz. Muss ich ihm eine Energiekarte geben? Ich habe keine Energiekarte, oder? Oh, ich muss es riskieren, obwohl ich denn kaum noch Karten habe. Ich glaube, dann habe ich eine Karte im Deck noch. Das war bestimmt mein Tod. Und das, er hat jetzt garantiert eine Resistenz. Nee, okay. Jetzt habe ich nur noch den nächsten Zug, glaube ich, oder? Das war dumm. Aber da habe ich am Anfang des Duells echt Pech gehabt, weil ich gar keine Dings bekommen habe. Oh, jetzt hat er echt trotzdem schon gewonnen. Wegen Karten. Ja, ich habe am Anfang des Duells keine einzige Energiekarte bekommen und da auf einmal eine ganze Handvoll gehabt. Das war wirklich Pech eher, als dass mein Deck dran schuld war, würde ich sagen. Hey, nimm es nicht so schwer. Ich bin einfach zu gut für dich. Ich trete jederzeit gegen dich an. Komm wieder vorbei. Na komm, ich versuch's noch einmal. Weil das hat mich gerade aufgeregt, diese Niederlage. Ich bin der Meinung, das war einfach Pech. Größtenteils. Ihr seid bestimmt die krassen Analytiker und Pokémon-Freaks da draußen, ihr wisst das. Viel besser als ich. Ja, habe ich eine große Auswahl. Komm schon, lass mich anfangen. Nein. Sebi kommt gerade vorbei. Ach nee, er hüpft auf den Boden. Der wollte nur vorbeischauen. Ich will nicht gelähmt sein. Ich glaube, Schaden nehme ich nicht. Ja, gut. Das ist halt mit den Typen echt schwierig, finde ich. Dass es dann nicht so klar ersichtlich ist. Ja, ich wollte nur gucken. Tech, verpiss dich! Ich will nicht gelähmt sein. Dankeschön. Dann machst du mir keinen Schaden und lähmst mich nicht. Und ich mach dir gleich 20 Schaden. Dick, der macht wie viel Schaden? 30 mit 2 Energie, nicht? Moment, das muss ich nochmal kurz nachgucken. Ja. So, Sandwirbel, 20 Schaden und im nächsten Zug kann er eventuell nicht angreifen und mich damit nicht lähmen eventuell. Die Wahrscheinlichkeit, dass er mich lähmt, ist also geringer. Das ist gut. Aha. Perfekt. Ich muss mir mal merken, welche Seite der Münze jetzt zahlt und welche Kopf ist. Kopf ist, glaube ich, Pikachus Gesicht, oder? Nehme ich an. Der macht 30 Schaden mit 2, nicht? Ja. Also 60. Mit der Schwäche. Ja. Melee Attack besiegt. Und ein Pikachu, das hat glaube ich 50. Ne, 40 Leben nur. Oh, Raichu hat mehr. 80. Mein nächster Schaden richtet keinen Schaden an. Ja, Kopf ist Pikachus Kopf tatsächlich. Vielleicht eine, kleine, nette Merkhilfe. Für mich selbst. Kannst du trotzdem versuchen. Ja, Agilität sorgt dafür, dass er keinen Schaden macht. Aber er kann mir auch keinen Schaden machen. Oh, Donner. Er macht mir 30 Schaden, noch immer. Dammit, Macholo kann mir mit einer Energie schon wieder helfen. Ach komm, das ist doch jetzt nicht wahr. Jetzt kriege ich keine Energien oder was. Volker. Jetzt macht er mir wahrscheinlich 50 Schaden. Nee, und ja, wenigstens auch für seinen 30. 60? Wieso hat ein... Oh Mann, das ist so... Hä, wieso hat er sich keinen Schaden gemacht? Er hatte doch... Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich verstehe, das mit den Münzen verwirrt mich und das mit den Typen verwirrt mich total. Da bin ich wahrscheinlich einfach zu dämlich für, aber ich komme da einfach nicht mit klar. Das bringt mich total durcheinander. Und verunsichert mich auch immens. Komm, Radfratz. Nee, Rattik habe ich eigentlich keine Lust drauf, obwohl.
Naja, kann ja nicht schaden. Sandwirbel. Dann versuchen wir am nächsten Zug anzugreifen. Jetzt achte ich mal genau auf die Münzwürfe. Bei Zahl, Angriff ohne Erfolg. Das ist Kopf. Okay, dann kann er angreifen. Zahl, das ist Kopf. Ja, jetzt hat er einfach Glück oder was? Oh. Jetzt habe ich es verstanden und er hat trotzdem einfach Glück. Was kann Gamma? Kann Gamma. Kometenhieb kann Gamma, kann Schaden machen. Aber er macht nicht so viel Schaden. Trotzdem. Obwohl, im Moment, das wäre besser gewesen auf Rion, oder? Ja, weil er eine doppelte braucht. Oder nur benötigt. So, ich will nicht, dass er noch einen Preis nimmt. Darum kein Gamma. Kometenhieb. Mit etwas Glück. Ja, fängt doch gut an. Fängt nicht mehr gut an. Ja, wir können ihn nicht damit besiegen, aber zumindest 40 Schaden machen. Das ist gut. Wir brauchen im nächsten Zug nur eine Münze, die Kopf zeigt. Ich glaube, Kopf. Wieso kriegt er dann die Zahl? Das ist doch lächerlich. Hätte er sich jetzt selbst besiegt. Komm, eine wird doch wohl drin sein. Jetzt kriege ich Angst. Ah, gut. Tschüss, Zapdos. Raichu. Ich dachte schon wieder an Zapdos vom letzten Duell. Elatec kann mich jetzt besiegen. Das wird nicht gut. Wie viele Preise habe ich noch? Jetzt nur noch einen. Okay. Interessant. Ah, die Energiekarten hierfür habe ich auf der Hand. Oder ich habe doch noch... Ja, gut. Ich wollte schon sagen, ich habe mich nämlich daran erinnert, dass ich noch einen habe. Und damit ist Elatec jetzt auch weg. Und er hat auch noch eine Energie. Und ich meine, dass ich das jetzt gewonnen habe. Genau. So, Volker, das war die Rache. Die Rache des Königs. Und wir nehmen den letzten Preis und haben gewonnen! Der Sieg über Volker! Dankeschön, geht doch. Gut, jetzt fühle ich mich besser. Volltreffer, ich habe verloren. Es hat keinen Sinn, über verschüttete Milch zu jammern. Und ein Kolosseum-Deck. Booster. Kangama hat uns gerade sehr geholfen. Neues Nidorino. Also kein neues, wir hatten genau dasselbe schon. Aber ein weiteres. Da, 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 da. Und noch ein Kolosseums Booster Pack. Garados, cooles Karte. Ich finde, die sieht echt cool aus einfach. Kick kann 20 Schaden machen, nagen was anderes. Dam, dam. Diese Musik lädt eins zum Mitsingen. Yeah, la 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 la. Ich werde jederzeit gegen dich antreten, komm wieder vorbei. Nö, Miss, ich bin voll der Pseudo, wie nennt man das? Die heilenden Frauen da. Das klingt total krank. Diese Frauen, die einen im Pokémon-Center heilen, die sagen ja auch immer, komm jederzeit wieder vorbei. Das habe ich gerade total damit assoziiert, was er gesagt hat. Naja, im nächsten Part geht's weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.